Willkommen, liebe Clasher, bei mir im Thorsten Gartoto beim Clan Battles. Ja, ich will mal gleich mit den Dorfgesprächen anfangen, denn ich bin gerade auf einem Rathaus 8 und bevor der abgefarbt ist, also es ist hier der alte vom Giga Clan 2, denn ja, das Dorf sieht mir so ein bisschen verlassen aus. Min und Sammler rappelvoll hier, Gold im Moment nicht und es läuft auch, soweit ich das sehe, nichts im Labor, aber hier kann natürlich noch einiges laufen, denn Truppen und Helden können dann noch ein bisschen was vertragen, also ein Heldenlevel noch für den King. Die beiden dunklen Zauber können noch hochgehen und auch alle dunkle Truppen vor allen Dingen müssen noch nach oben. Also ist natürlich viel dunkles Gefarme jetzt, aber ich glaube, im Moment ist der alte hier einfach nur offline, denn 0 Attacks 1 und 2 Defenses gewonnen lässt darauf hindeuten, dass er im Moment nichts macht, aber die Base ist sowieso maxed out hier und er ist auch schon dabei, wenigstens so ein paar schwarze Mauern hier zu machen. Und ich sehe das gerade. Ich nehme mal den Mauszeiger hier mit rein. Ich glaube, das ist immer ein bisschen besser bei den Dorfbesuchsfolgen. Und dann nehmen wir uns einfach die nächste Tech. Also viel kann ich hier nicht zu sagen. Das Ding ist maxed out hier und hat ja sogar zweimal gehalten, mehr nicht. Aber ihm wird natürlich immer reichlich an Ressourcen hier geklaut. Und es ist auch kein Bob hier irgendwo tätig. Also Offline-Base. Okay, dann muss ich jetzt nochmal schauen, dass ich hier die richtige Tech drin habe. Die ist invalid. Okay, dann nehmen wir mal die Valide vom Barbo King. Vom Clan Dead Reaper. Er ist dort Co-Leader und ist ein Rathaus 10. Irgendwoher kenne ich den. Kann sein, dass er mal bei TW war. Ich weiß es aber nicht genau. Und ich denke mal, ist ein ganz stabiler 10er hier. Helden schon über. Beide über 30. Die CK-Truppen hier mit den Bowlern. Drachen, alles auf Max, zumindest für einen RH10er. Die Miner gehen noch 2 Level und hier hinten geht auch noch der ein oder andere Zauber hoch. Das sieht schon mal gut aus. 1081 CK-Sterne ist natürlich auch krass. Und die Base hier, ja, die sieht auch super aus. Ich glaube, die ist durch bis auf die Infernos. Die hat er erst auf 2. Ich nehme an, dass er längere Zeit einen Engineer-Account gespielt hat. Es kam ja die Tage mal so eine Frage, ich glaube, es war von Hans Ulrich, der gefragt hat, was ist eigentlich so eine Engineered Base oder so eine CK Base. Das hier war, glaube ich, mal so ein Account. Das heißt also, er hat einige Gebäude nicht gebaut, nämlich die Infernos beim RH10, die dann nicht in die Gewichtung dieser Base fallen und damit bekommt er in der Regel etwas schwächere Gegner, als er selber ist. Als RH10er, ja, weiß ich nicht, ob das so super Sinn macht. Wenn du da ewig Neuner machst, ich denke mal, man sollte dann doch schon ein bisschen nach oben, aber sieht gut aus hier und ich muss mal ein bisschen näher rein. Ja, er hat schon angegriffen und hat hier auch noch nicht 240 Truppen, also das ist eigentlich auch ein Must-Have. Oder täusche ich mich da jetzt? Ist der noch gar nicht so lange RH10? Ich glaube, der ist noch gar nicht so lange RH10. Das sieht mir fast danach aus, denn hier gehen noch die neuen Gebäude hoch. Und es sind noch nicht alle Lager fertig. Hat er denn irgendwo einen Bauarbeiter? Heute sind es ja mal so Dorfgespräche. Ja, ich nehme mal an, er ist noch gar nicht mal so lange. Er hat 10 und hat aber schon ziemlich viel hier unten fertig, was RH10 angeht. Kann ich ganz schlecht einschätzen. Aber ich denke mal, gutes Dorf hier und hält auch. Defense ist gewonnen hier unten. In Kristall droppt man natürlich auch ganz gerne. Also sieht, denke ich mal, an der Stelle ganz okay aus. So, damit habe ich den nächsten gezeigt und wir gehen einfach mal weiter. Jawohl, oh, die ist natürlich mal so richtig invalid mit 2 Leerzeichen. Es ist der Adegian 2.0 vom Clan Ström Community. Ein Rathaus, oh, was ist das? Das ist ein Rathaus 7, 4er King, 2er Drachen noch nicht da, aber die dunkle Kaserne schon ausgebaut. Das ist in Ordnung und auch nicht abgefarmt. Das ist noch viel, viel schöner, denn ich habe jetzt mal nicht geprüft, wer ist eigentlich abgefarmt und wer nicht. Aber das sieht gut aus hier und das ist auch schon 6, 7. Ja, die gehen auf jeden Fall alle noch mal ein Level hoch hier, beziehungsweise 2 Level sogar hoch. Ja. Und Luftabwehren, ja, die lassen natürlich, die sind noch nicht so wirklich hoch.
auf 2, auf 3, also die gehen natürlich auf 5 hoch hier. Und entweder hat er so vergessen, ganz bewusst vergessen, hat auch noch nicht alle Lager hier. Also da ist noch reichlich zum Ausbauen, aber ich denke mal, auch so ein RH7. Ich habe das ja lange gemocht mit dem Chefkoch. Sieht ganz gut aus hier, und da, wo er eigentlich ist, da defft er sogar. 24 Mal hat man ihm Pokale geschenkt. Also ich denke mal, es waren Drops. Und er kann auch ein bisschen mehr CK spielen hier, gerade als RH4, 5, 6, 7 kannst du richtig viele Sterne holen, wenn du immer dabei bist. Und denn du brauchst ja eigentlich auf nichts warten, außer dass die Zauberschüssel mal hochgeht. Wenn man noch keinen Helden hat oder so einen kleinen Helden, der ist ja relativ zügig wieder da. Deswegen finde ich, sollten die kleineren Accounts ruhig ein bisschen mehr Clankriege spielen. Okay, so. Wir haben hier den R2D2. Ah, den kenne ich, den kenne ich. Das ist nämlich der Hans Ulrich vom Clan Anonymous Users. Er ist dort Ältester und ich glaube, er ist dort aber mit einem anderen Account Anführer. Ist ein Rathaus Level 10 und ich finde eigentlich gar nicht mal so schlecht. Bisschen wenig gewonnene CK-Sterne, hat aber schon Defenses gewonnen hier. Helden sind eigentlich auch in Ordnung. Also finde ich jetzt nicht zu tief, und die Base, die kannte ich allerdings vorher schon. Die ist maxed out hier. Ich glaube, hier fehlt es an nichts mehr, außer jetzt an Helden. Ein paar Mauern noch, ja. Mauern werden überbewertet und sieht aber ganz gut aus hier. Und auch so, wie sich die Base darstellt mit den Luftabwehren, den Wizard Towern, die fast decken. Fast, also vielleicht ruhig mal tauschen auf einer Ecke. Muss man einfach mal ausprobieren, wie die Base hält und wie sie nicht hält. Aber er hält hier das Dunkle ganz gut zusammen. Da ist auch schon wieder ein bisschen was drin. Mal sehen, da wird sicherlich ein Held gemacht. Sieht ganz gut aus. Truppmäßig sieht sowieso super aus. Das ist hier an der Stelle, jetzt muss man gerade gucken. Ich glaube, das ist für einen 10er. Geht der Gift noch auf 5, meine ich. Und dann ist es das auch gewesen. Ich glaube, dann ist es das auch gewesen. Mehr geht hier nicht. Sieht also gut aus. Und dann schauen wir uns auch einfach mal sein Rathaus 11er Account an. Mal sehen, ob der auch lebt. Ja, der lebt auch. Das ist der Darkmaster von Anonymous Users. Habe ich ja gesagt. Er ist dort Leader. Schöner Clan, glaube ich. Und mit, ja, hier sind die Helden. Hier sind die Helden noch kleiner als beim 10er Account. Aber die Truppen sind Max. Was soll das? Vielleicht solltest du jetzt doch mal anfangen, ein bisschen an deinen Helden rumzufeilen. Hans Ulrich. Denn die ist auch Max out hier. Hat auch, glaube ich, schon, hat er 260 Truppen. Hat er schon zugange. Und ja, Mensch, so kleine Helden, das ist eigentlich schade für so ein gutes Dorf. Aber der Warden geht hier hoch, das ist ja schon mal ein Anfang. Und ich denke mal, die Base hier in der Region, 221 Defenses, 214 gewonnene Angriffe, also aktiv bis in jedem Fall. Zu den Truppen muss ich nichts sagen, die sind ja durch. Aber der Rest der Base, ah, Mensch, da geht sicherlich noch ein bisschen was, beziehungsweise nicht der Rest der Base, sondern Mauern, Helden, Punkt. Mauern, Helden, also hau ein bisschen rein, aber sonst gefällt mir das Dorf ganz gut. Und wir kommen zur ersten Pause. Es ist der Martin. Ich hatte ja mal gesagt, der Martin hat mir 2 Videos geschickt, die ich nicht abspielen konnte, aber ich zeige euch jetzt mal das erste. Ich habe es nämlich jetzt endlich hinbekommen. Und wir sehen hier einen schönen Farmangriff RH10 auf RH10 hier. Ich denke mal, das Ganze hat er in der Push-Phase gemacht. Er war da nämlich in Champions, meine Herren, in Titan 3. Und ihr seht das hier, dass das Video schon ein paar Tage alt ist, denn einige Gebäude tragen noch so ein bisschen Schnee auf. Also es kommt noch aus der winterlichen Weihnachtszeit, und kommt er aber erstmal schön rein mit einem Queen Walk und hat noch im Gepäck eine ganze Menge Loons und auch Lakaien. Aber der Queen Walk hier ist schon mal, geht schon mal richtig tief in die Base rein. Ich denke mal, so eine Luftabwehr ist hier ganz, ganz sicher drin. Der Feger ist schon mal mit weg. Und jetzt brutzelt natürlich der Inferno. Aber das ist ja nicht mehr ganz so schlimm, denn das war schon die Zeit, wo der Inferno gegengehalten werden konnte. Also so alt ist es denn ja jetzt doch noch nicht, das Video. Aber macht er hier ganz schön. Und ihr seht das hier, die 4 Heiler packen es in jedem Fall. Und was mir sehr, sehr gut gefällt, er zoomt hier selber so ein bisschen in die zur passenden Szene. Also ich kann hier ja jetzt nicht eingreifen. Das müsst ihr dann selber machen, um so ein bisschen was Besonderes zu sehen. Oder man zeigt halt die komplette Draufsicht. Aber er macht das hier schon
Das ist schon richtig cool gemacht hier. Mal ein bisschen reingegangen, mal ein bisschen rausgegangen. Und Queen immer noch dabei. Jetzt richten es hier allerdings schon die Loons. Und ich denke mal, er ist zumindest mit Lufttruppen hier gut unterwegs. Hat jetzt auch nur noch eine Luftabwehr. Na, packt er das? Packt er das noch? Eieiei, das ist eine ganz enge Kiste. Aber gut, jetzt hat er auch wirklich nur noch richtig viele Lakaien hier. Und hat jetzt nur noch den Magierturm hier. Der wird natürlich seiner Queen nicht gefährlich sein. Und ich denke mal, das ist ein schöner, richtig schöner Lotangriff hier von ihm gewesen. Und ich würde sagen, vielen lieben Dank, Martin, für den coolen Angriff hier. Martin vom Clan Champions, Doppelpunkt D. Ah, okay, das ist so ein breites Face-Gesicht. Okay, dann machen wir hier einmal weiter. Und ich hatte noch eine Tech vom letzten Video, der abgefarmt war. Ich weiß, dass er jetzt auch wieder abgefarmt ist, aber ich muss ihn einfach mal mit reinnehmen, den Freaks Player hier, denn er ist nur teilabgefarmt und wir können so ein bisschen von seiner Base erkennen, also zumindest ist auch hier, ich habe eben schon mal die Sammler geprüft, ich denke mal, auch er ist im Moment nicht so super hyperaktiv, aber ist auch ein RH8 hier, der auch 10er King schon hat, die ersten Mauern gehen auf Max Level und der Rest ist hier auch Maxed Out. Auch hier die Magiertürme schützen schön die Luftabwehren, das finde ich sehr, sehr gut. Da können natürlich nicht alle machen, da man ja nur 3 Magiertürme hat. Der nächste ist, ich weiß gar nicht, wo wird er sein. Air Defense ist hier noch auch auf 6, also die Base ist auf jeden Fall maxed. Und auch von Truppen her sieht das eigentlich ganz stabil aus. Dunklen Truppen dürfen jetzt noch hoch, also Golem, Schweinereiter, die Walküren. Lakaien hat er schon auf 4, das ist auch nicht schlecht. Ein bisschen aktiv muss er schon sein, denn er hat 6 Attacks gewonnen. Die muss ja irgendjemand gemacht haben. Gedefft hat er 15 Mal, sieht also ganz gut aus. Und damit kann ich ein Gezeigt jetzt bei ihm reinmachen in meine Tabelle und kann in der Tabelle einfach mal weiterspringen zum... Es müsste eigentlich jemand sein, der mir auch bekannt vorkommt. Es ist der Mourinho vom Clan Noobs im TV-YouTube, also... YouTuber-Kollege, ich kenne ihn auch und schade Mourinho, dass du jetzt abgefahren bist, aber er ist ein RH10 und ich glaube, wir haben ihn schon mal woanders gesehen. Nächstes Mal Mourinho, tut mir leid. Ich kenne ihn, weil wir auch öfter mal im Discord zusammen quatschen und deswegen muss ich das gerade so ein bisschen belächeln. Aber wir haben hier den Robin vom Clan Beste Freunde, Level 147, auch ganz schön hoch und oh, nette Helden. 34, 36, schöne gemaxte Truppen, Hexe noch nicht gelevelt, okay. Ja, Hexenangriffe RH10-Bereich sind natürlich nicht schlecht. Und ich denke mal, wenn das Labor rennt, ja, ist einfach mein Tipp, hier läuft die Hexe, glaube ich und hoffe ich zumindest. Aber sonst sieht das hier gut aus, stabiles Dorf. Und so wie ich die Defense hier sehe, ist sie auch maxed out. Mauern gehen jetzt schön Stück für Stück von innen nach außen durch. Und ist auch eine schöne Save the Dark Base hier. Der Pot hier schön in der Mitte. Und hier ist schon wieder, ja, bald schon wieder was drin. Die Queen geht sicherlich demnächst ein Level hoch. Wo ist der Dicke? Ah, der Dicke schläft hier unten und er schläft ganz bewusst mit... Ah, okay. Nicht mit einem Bauarbeiter, sondern der Bauarbeiter hämmert an der Queen, an der King-Platte. Also super, geht der King hier hoch. Und ich denke mal, ja, 30 Mal gedefft ist auf jeden Fall ein aktiver Account, 202 Attacken gewonnen in der laufenden Saison, 447 CK-Stellen, da kann man ein bisschen was tun, aber ich glaube, das sieht gut aus und er ist, denke ich mal, zufrieden mit der Base. Dann habe ich den nächsten, so, jetzt muss man schauen, einen habe ich noch dazwischen von YSH, das RH7, da ist die ID leider nicht richtig, können wir also nicht zeigen. Und ich habe hier den Tom vom Clan Rambok. Jetzt muss ich mal eben schauen. Ab und zu lese ich auch mal einen Kommentar. Dann noch, würde mich freuen, wenn du mich besuchst. Toto heiße Tom und mein Kürzel ist das Kürzel hier. Er ist ein Rathaus Level 9 mit 10er King Elver Queen. Hat sich noch nicht alle Zauber freischalten lassen, denn... Ah ne, der Klonzauber kommt erst später. Der Klonzauber kommt erst später. Sprung. Würde ich ruhig auf 2 machen, denn dann liegt er natürlich noch mal eine Ecke länger. Die restlichen Truppen sehen eigentlich ganz gut aus und wir schauen mal, ja, so lange hätte ich jetzt fast gesagt, ist er noch nicht Rathaus Level 9.
Nimmst dich jetzt schon mal die X-Bogen zur Brust, machst du nicht weiter als auf 2. Zieh erstmal die Helden so ein bisschen nach, dann passt das Kriegsgewicht auf jeden Fall hier. Und das sieht aber gut aus. Die ersten Mauern sind schon auf 9 hier. Ja, man hat auch ein bisschen was über im Rathaus 9 Bereich. Lager, man sieht das hier, kann jetzt natürlich auch noch ein bisschen hochgehen. Muss wahrscheinlich auch hochgehen, um später noch weiter Truppen zu leveln. Und ich glaube, das sieht aber ganz gut aus hier. Der Feger schützt hier zumindest die Luftabwehren mit. Ja, die schützen natürlich hier nichts und stehen so ein bisschen ganz, ganz allein. Aber da, wo er ist, denke ich mal, Defty Base auch ganz gut. So vom Design her gefällt mir die nicht so gut, weil sie nicht ganz geschlossen ist. Hier kann man dann halt ohne Mauerbrecher von einer Defense zur nächsten latschen mit Riesen oder mit einem Golem. Und die Base ist hier unten ja, glaube ich, auch auf am Rathaus. Ich würde es nicht immer so machen, aber das muss jeder selber wissen. Und er hat hier auch schon 11-mal gedefft oder halt gedroppt. Hat 58 CK-Sterne gewonnen. Das ist ein bisschen wenig, Tom. Aber gut, nicht jeder ist so ein CK-Freak. Aber ich denke mal, sieht ganz gut aus. Clan ist Clan Level 12. Und ich denke mal, er ist damit in jedem Fall zufrieden. Ich wäre es. Okay, dann haben wir, da haben wir noch den Clan drin und hier haben wir ein Leerzeichen drin. Es ist der Steban, so heißt es, glaube ich, oder so spricht man es, denke ich mal. Ich glaube, so ein kleines Rathaus habe ich hier noch nie bewertet und er steht sogar, ist der Hammer. Also ein Rathaus Level 5 hier und hier, ja, das finde ich aber gut, dass er es macht. Minen und Sammler gehen hier auf 10. Das ist hier die lange Wartezeit, die so ein Rathaus Level 5er hat. Finde ich gut, dass er das hier in Angriff nimmt. Und denn die dauern ja echt doch schon ein paar Tage. Und so, was sich hier dann halt rauskristallisiert, hier ist immer alles pickepacke voll. Die Base ist nämlich, würde ich mal so sagen, ich glaube, sie ist maxed für einen 5er und er kann bald auf 6 gehen. Wartet sicherlich noch, er kann keine Truppen mehr. Kann er noch was forschen? Nee, ich glaube, er kann auch nichts mehr forschen. Oder der geht noch auf 4. Das weiß ich mal wieder nicht so genau. Aber ich glaube, der geht erst auf 6, auf 4. Und sieht aber gut aus hier. Ich denke mal, hält so ein Dorf auch. Ja, 10 mal gewonnen, 75 mal, 10 mal gedefft, 75 mal gewonnen. CK-Sterne, kannst ein bisschen was machen, aber geht sicherlich jetzt erst richtig rund. Mit 6 und 7 kommt der Heiler jetzt dazu. Und mit 7 dann der Drache. Also sieht gut aus hier. Und ich glaube, er ist auch zufrieden. Die Clanburg geht jetzt bei 6 dann auf 20. Also auch da geht er schon ein Drache rein. Oh, bis auf einen super Weg hier. Ich glaube, das kann man in jedem Fall so mitnehmen. Jetzt habe ich das nächste Tech hier ohne Leerzeichen. Es ist der Junior JP vom Clan Exercitius. Exercitus. Okay. Er ist Level ein Rathaus 9er. 10er Queen, 11er King. Truppen, ja, soweit eigentlich ganz gut. Ich denke mal auch noch nicht so lange Rathaus Level 9 und das bestätigt sich ja auch. Hier ist einiges noch auf 8er Niveau. Das ist eigentlich eine coole Base, finde ich. Zumindest ist das Dunkle hier in der Mitte und ganz behende, da hat die Tage jemand drüber gelächelt. Ich glaube, es war der Rotweinpirat. Ganz behende geht die Base hier hoch. Super, 22 Truppen hat er schon. Also an der Stelle schon mal alles richtig gemacht. Hier ist auch die 30er Clanbuch, super. Und ja, jetzt muss er eigentlich nur noch die Def ein bisschen machen. Hier könnte man mal wieder ein bisschen umstellen zu den Wizard Towern, die Luftabwehren so ein bisschen stellen. Denn man hat ja 4 Stück, den hat er auch schon nachgemacht, das ist super. Und das sieht gut aus hier. Gefällt mir gut. Und ich denke mal, die Base wird auch, er ist ja ein Champion, die Base wird auch mal halten. 4-mal hier oben gehalten, gar nicht mal schlecht, super. 172 Angriffe, also hyperaktiv, aber nicht was das Spenden angeht, nichts donated und auch nichts received, also er fordert hier auch nichts an. Und ist auf jeden Fall ein aktiver Account, denn irgendeiner wird das Ding hier angestoßen haben. Und die 175 Siege kommen ja auch nicht von irgendwo her. Okay. Dann würde ich sagen, ja, kleine kurze zweite Pause. Ich mache die zweite Pause heute. Ja, ich mache sie einfach mal hier. Denn so ein bisschen muss ich nebenbei einfach auch farmen. Mir geht ja jetzt noch ein bisschen Zeit verloren durch diese Dorfbesuchsfolge. Und deswegen suchen wir uns einfach mal hier so einen netten Gegner, der ein bisschen Ressourcen für uns hat. Ich bin ja im Moment ein bisschen angeschlagen. Mit angeschlagen meine ich aber, ich habe meine Queen im Ausbau, die geht auf 44 und deswegen farme ich hier mal wieder
so ein bisschen, ja, so ein bisschen lazy hier mit Kobolden. Also ein paar Pokale mache ich natürlich hier an der Stelle. Und ich habe hier festgestellt, so ein bisschen laufen die Kobolde hier auch so nach dem Follow the Sun Prinzip, also immer so ein bisschen weiter rum. Und deswegen muss ich manchmal gar nicht so derbe die Kobolde setzen, weil sie natürlich irgendwo dann immer durch die Base durchgehen hier. So, da wollen wir mal schauen. Ich verbrauche auch nicht immer alles. Also eine Zeit lang habe ich immer alles verbraucht, damit ich eine volle Armee wieder zurückkriege, die dann auch passt. Heute ist es mir nämlich mal wieder passiert. 27 Riesen und nur so ein paar Kobolde. Das ist natürlich doof. Aber die Base hier ist auch inaktiv. Hier schießt kein X-Bogen, kein Inferno. Den Inferno könnte ich mir allerdings holen. Und das restliche Dunkle, ich glaube, das brauchen wir an der Stelle auch nicht. Und dann sparen wir uns das, geben wir hier einfach mal auf. Das reicht so mit so ein paar Truppen. Ich meine, so ein paar Truppen, so ein paar Ressourcen geholt. Das ist für mich in Ordnung. Und zwei IDs habe ich noch, glaube ich. Bevor wir hier auch zum Ende kommen. Und zwar ist das die Invalitech. Ist das der Icehawk vom Clan German Elite? Ist ein Rathaus 7er. Und ich hoffe, er ist nicht abgefarmt. Nein, ist er nicht. Habe ich mir nämlich eben schon angeguckt. Ich würde sagen, der sieht genauso aus wie der Chefkoch zurzeit. Allerdings geht der Chefkoch jetzt ja auf Rathaus Level 8 und das ist auch morgen oder übermorgen fertig. Also da geht es dann mit dem Chefkoch auch ein bisschen weiter Richtung 8. Und ich würde sagen, der Icehawk ist auch 8-8-4. Ja, ich würde sagen, der ist fertig. Womöglich läuft sein Labor noch. Nein, das Labor läuft auch nicht mehr. Das ist ein Max-Out Rathaus 7 hier. Ah, er muss die Schweinereiter noch auf 2 bringen. Okay, aber sonst sieht das ganz gut aus hier. 36 Mal gewonnen. 80 CK-Sterne ist natürlich ein bisschen wenig. Da kannst du ruhig ein bisschen mehr machen. Ich denke mal, 7, da kann man auch ein bisschen mehr vor allen Dingen mit Drachen reinhauen. Hat er hier auch fertig und die Base. Oh, ich denke mal, die sieht ganz gut aus. Zumindest ist es eine ordentliche Farmbase. Und er muss hier 20.000 reinbekommen für die Hox auf Rathaus Level 7, aber der Rest hier sieht wirklich super aus. Die sind auch alle fertig hier auf 11. Jawohl. Super gemacht hier, super durchgemaxt und Glückwunsch zum Start vom Rathaus Level 8. Und ich habe jetzt noch eine Tech hier drin. Hier soll ich allerdings nur einen Tipp geben vom Baumkind oder dem Baumkind hier, wann er denn auf RA10 gehen soll und ob er alle Mauern auch machen soll. Leute, das müsst ihr selber wissen, wie weit ihr etwas macht. Es sind ja nur meine kleinen Tipps und meine, es ist nur meine Meinung. Das muss nicht eure Meinung widerspiegeln. Und da ich ja so ein Durchmaxer bin, sage ich natürlich, klar, mach doch die Mauern auf 10. Ich meine, hier hast du die ersten schon auf 10, sieht doch gut aus. Die X-Bogen passen auch noch zu den Helden. Und wann soll ich auf Rathaus 10 gehen? Ja, meine Antwort wäre natürlich, wenn du alles fertig hast. Da die Base in der Regel immer eher fertig ist als die Helden, ziehe ruhig mal jetzt richtig mit den Helden durch hier. Ich glaube, der King, hatte ich gesehen, geht hier auch schon auf Level 15. Und dann sieht das ja eigentlich ganz gut aus. Ich hatte mir die Base eben schon angeguckt, damit sie da nicht plötzlich abgefarmt ist. Und sieht aber gut aus hier. Und finde ich zumindest so. Super lange ist er ja auch noch nicht Rathaus Level 9, sondern ist, denke ich mal, kommt auch aus 8, hat hier halt die Gebäude nachgebaut schon mal. Jetzt geht der erste Minenwerfer hier hoch, klar, für die Farmtruppen an. Hier gehen schon 2 hoch. Ja, das sieht gut aus hier. Labor rennt auch, also ich denke mal, genieße Rathaus Level 9, mach ein bisschen mehr CK-Sterne, denn das bringt dir auch die Clash of Clans Erfahrung, sage ich mal. Aber der Rest ist eigentlich in Ordnung hier. Hund und Hexe jetzt erst freigeschaltet, aber Drachen hätte natürlich auch schon mal bei Rathaus Level 8 auf 3 gehen können. Päcker nicht gemacht. Und dann würde ich sagen, fragst du, wann soll ich auf 10 gehen? Ja, hol erstmal alles nach. Aber du musst es nicht machen. Ich meine, wenn ich dir jetzt sage, mach jetzt schon 10, weil 8 hast du schon nicht richtig gemacht, dann wird das bei 9 eh nichts. Das hilft dir auch nicht weiter. Also mach einfach so weiter. Bau. Spiel CKs, 220 Truppen hast du ja. Also hier geht ja in jedem Fall was. Und dann sehen wir dich vielleicht als, denke ich mal, vielleicht besseren RH9er. Lieber ein etwas besserer RH9er, als jetzt schon auf 10 gehen und ein schlechter RH10 werden, finde ich. Den Abschluss macht heute Martin. Den Martin haben wir heute schon einmal gesehen, aber er hat mir noch einen CK-Angriff gezeigt und den gucken wir uns jetzt auch an.
Und auch hier kommt der Martin mit einem Queen Walk führend. Also auch hier geht er schön wieder mit seiner Kamera rein. Also richtig cool gemacht hier, muss ich mal so sagen. Und kommt hier richtig, richtig nett in die Base rein. Ich meine, hier gibt es nichts zu funneln. An den kleinen Beeten hier muss er auch nichts funneln. Denn die Queen kann eigentlich nur den Weg reingehen. Die wird ja niemals zu den Bauhütten da außen laufen. Und kommt hier jetzt schön in die Base schon mal rein, um so ein paar Gebäude vorzuklären. Also auch hier ein Max RH10er. Zumindest was die Defense angeht, die Helden. Ja, da ist jetzt die Queen mit, ich glaube, ich kann es kaum erkennen, mit 19. Ist jetzt aber ganz, ganz schnell kaputt gegangen. Und Drache und ein paar Loons stecken hier jetzt in der Clanburg drin. Auch die giftet das schön durch und ihr seht das auch hier, der Inferno, also die Heiler packen eine 40er Queen ganz, ganz locker hoch zu heilen, während der Inferno darauf ballert. Naja, das war mal anders und wir müssen das aber jetzt so hinnehmen, dass wir vermutlich vermehrt solche coolen, starken Angriffe sehen. Er entscheidet sich jetzt hier entgegen des Fegers in die Base reinzugehen mit den Lava-Hunden und ja, die werden natürlich schnell weggebraten jetzt von dem Single-Inferno. Das macht aber nichts. So ein bisschen ist er natürlich jetzt kurz mal abgelenkt gewesen von den Lava-Welpen und er kommt hier trotzdem noch mit der Masse der Loons, die jetzt alle zusammen sind hier. Super, schon mal den Inferno geschnappt und jetzt tankt hier der Lava-Hund den Rest der Luft-Defense, also Bogenschützentürme, Tesla, zumindest den Tesla innen und jetzt ploppt er erst auf, also das ist natürlich auch super. Dann hat er noch ein paar Welpen in der Base drin und hat jetzt auch nur noch den Tesla, der ist schön abgelenkt vom King da unten. Der King schnappt sich den auch durch die Mauer durch, ja, und dann sind da super drei Sterne gewesen. Vielen Dank, Martin, für dieses coole CK-Video. Auch schöner Angriff von Martin vom Clan Champions und jetzt habe ich die beiden Videos mal abgearbeitet, die lagen hier nämlich schon ein bisschen länger rum, also wenn ihr was Nettes für mich habt, ab in meine Dropbox damit oder an die E-Mail-Adresse, die ich nur, glaube ich, einmal im Monat abhole. Ich muss mir ja da auch ein bisschen Besserung geloben, denn ich glaube, ich habe da ein paar E-Mails auch gerne mal übersehen. Und wenn euch die Folge hier mit den Dorfgesprächen aber gefallen hat, dann hinterlasst mir einfach eure Tag, falls ihr neu auf meinem Kanal seid oder es sich ganz was Wesentliches in eurer Base getan hat. Wie immer die Tags unter das laufende Dorfbesuchsvideo und bitte ohne Raute, dann ist es auch sofort da. Die anderen gebe ich jetzt nämlich erst frei, also wer den Kommentar mit Hashtag schickt, der taucht dann halt das erste Mal dann auf, wenn ich die Dorfbesuchsfolge mache. Also jetzt und ich würde sagen, bis dahin, euer Toto. Rechts.